Ja, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute war ich wieder ein bisschen viel draußen. Es war eigentlich gar nicht so sonnig, aber naja. So im Krimiurlaub besser gewesen. Und wir haben eine schöne E-Mail von einem Mann diesmal, wo es um die Frage geht, was ist da bloß meine Beziehung passiert, was habe ich da übersehen, mir geht es auch nicht gut nach der Trennung jetzt. Und mit, denke ich, relativ typischem Verlauf trotzdem, ist ja immer wieder auch die Unterschiede spannend, denke ich. Was gibt es noch zu sagen? Ja, der Anti-Angst-Kurs, der wird bald deutlich teurer, wer den noch haben will, sollte ihn bald zulegen. Und dann überlegt, da so viele Leute scheinbar zu Hause sind, wer noch da in meine Liebeschip-Ausbildung, wer die Zeit da benutzen will, würde ich die nochmal eine Woche aufmachen. Können wir gerne mehr schreiben an support@liebeschip.de bzw. auf meiner Website dann sich das mal angucken. So, wir haben eine Nachricht von einem Russen, ja, erstaunlich, von Altikler. Und er schreibt: Ich bin Ende 30, sie ist anfangs 30, wir waren so 4 Jahre zusammen. Mal so, ich liebe dich, dann wieder, ich weiß nicht, eine Trennung klingt sinnvoll. Dann wieder, ich liebe dich über alles, dann wieder, ich weiß es auch nicht. Dann wieder, ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen, ich bin mir nicht sicher. Also die E-Mail fängt damit mit Zitaten. Ich habe immer das Gefühl, die Männer, die mir schreiben, die haben alle die gleiche Frau gehabt. Nur so am Rande. Also Männer scheinen noch viel mehr als Frauen empfänglich zu sein für Hot and Cold irgendwie und ja. Naja, wir würden eine On-Off-Beziehung. Ja, hier könnten wir die Mail eigentlich schon beenden, weil ich weiß, es will niemand wahrhaben. Wollte ich früher auch nicht. On-Off heißt nicht kompatibel. So, da muss man einfach sagen, ja, es passt nicht. Oder man sagt sich, was ich total in Ordnung finde, man sagt sich, hey, ich habe Bock auf die Achterbahn, ich will so richtig durch alle Emotionen durch, ich weiß nicht, will diese Toxik in meinem Körper spüren und dieses Brodeln von den Hormonen und dann kann man das machen. Sonst lieber lassen. Wir sind früh zusammengezogen und ich war in ihrer Verwandtschaft sehr früh gut integriert und aufgenommen. Ja, das wird ja auch immer oft geschrieben, auch gerade von Männern. Das heißt nur, da kannst du dir nichts von kaufen. Also wäre ich lieber nicht in die Verwandtschaft integriert und es wird gut laufen, die Beziehung, als das. Sie fing recht früh an mit Themen Heiraten, Kinder und Familie. Ja, das, gut, wenn man verliebt ist, dann sagt man das auch. Das muss ja jetzt nicht heißen, dass sie das nicht in dem Moment gemeint hat. Nur sie ist, wie wir jetzt hier sehen werden, halt sehr mal so und das ist halt nicht gut für lange Beziehungen. Doch, das schwankte. Jedes Mal, wenn ich über unsere Zukunft reden wollte, wurde sie abweisend. Willst du jetzt echt drüber reden? Ja, das ist ein typisch eher bindungsvermeidende Äußerung, aber gut. In mir kam man nämlich Panik auf, als ich mir aus beruflichen Gründen Standortentscheidungen treffen musste. Ja, aber ich bin ja immer sehr für Selbstverantwortung, weiß nicht, ob du es hören willst oder nicht, aber deine Standortentscheidung, die solltest du für dich treffen und nicht das irgendeiner Frau aufbürden. Ne? Ich kann verstehen, dass du das gerne integrieren möchtest, aber hey, also für einen Mann ist die Mission echt super wichtig, ich würde sogar fast sagen, das definiert einen Mann ein ganzes Stück weit und ja, also wenn du jetzt ein geiles Jobangebot in, in Mosambik hast, dann würde ich nach Mosambik gehen und kann man immer noch überlegen, wie geht die Beziehung weiter, kommt die Frau mit. Aber das ist keine gute Idee. Sie wollte sich diesbezüglich nicht festlegen. Ja, und dann lebst du dein Leben weiter. Du sitzt auf dem Fahrersitz, also gilt für jeden eigentlich im Grunde genommen. Du sitzt auf dem Fahrersitz und da kann jemand mitfahren. Wenn er gern möchte. Aber wenn derjenige sagt, ich steige ein, ich steige aus, ich will da hinfahren, ich will da hinfahren, dann darfst du als Mann sagen, ja, nee, das ist schön, dass du mitgefahren bist ein Stück weit. Aber jetzt geht's nach Mosambik. Willst du mit? Willst du nicht mit?
In mir kam nicht Panik, achso, ja, ich zweifelte an ihrer Liebe zu mir, ich fühlte mich gemocht, ja, aber nicht mehr. Also musste auf ihre Antwort direkt meine Frage gestellt werden, liebst du mich eigentlich noch? Ja, okay, ihr schossen Tränen in die Augen und sie entgegnete, ich weiß es nicht. Also, ich habe früher sowas auch gemacht, muss ich nicht sagen. Heutzutage, wenn ich sowas erleben würde, ey, so schnell könnte man gar nicht, man wird nur noch irgendwie einen schwarzen Blitz sehen und ich wäre weg. Ich würde auch gar nicht diskutieren, glaube ich. Ich würde auch niemanden blöd finden, deswegen würde ich einfach denken, ja, danke fürs Feedback und ja, dann möchte ich nicht, würde ich denken. Aber ja, du bist ja jetzt gerade auf meine Arbeit gekommen, habe ich früher auch nicht gewusst. Der Boden öffnete sich und ich stürzte hinein. Ja, also wenn man schon an solche Schmerzpunkte kommt, ja. Wir beschlossen, die Beziehung daraufhin zu beenden. Oh, ja, das finde ich jetzt eigentlich gut, nur wie gesagt, das einen Off darf man sich auch mal leisten, aber danach wird es eigentlich spätestens beim zweiten Off, beim dritten muss man einfach sagen, ja, es wird nicht besser. Ne? Da muss ja jetzt auch nicht zwingend jemand dran schuld sein oder so. 3 Tage später revidierte sie alles und gestand mir ihre Liebe, sprach über Zukunft und meinte, ich habe die Trennung im letzten Gespräch forciert und ihre letzte Situation sei mit unter Schuld, dass es ihr gerade nicht gut gehe und an einem Zweifel. Gut, jetzt haben wir hier natürlich, also deine Freundin übernimmt natürlich jetzt nicht so viel Verantwortung für sich selber. Also, ich meine, aber gut, sie macht halt das, was sie macht. Ist jetzt keine, ich will das jetzt nicht werten, ne? Also, aber was wir halt sehen, ist hier, dass sie sich so ein bisschen lovebombt. Und was wir deutlich sehen, ja, auch wenn es jetzt nur ein erster Hinweis drauf ist, wir sehen die natürlich Gaslighting, wenn sie sagt, also wenn das jetzt so war, wie du gesagt hast, und sie sagt, du hättest die Trennung forciert, obwohl du sagst jetzt nicht genau, also da müsstest du nochmal prüfen, verdreht sie Sachen oder nicht, also das jetzt wird aus der Mail jetzt eigentlich nicht richtig klar, ja. So, wir waren wieder zusammen und sie zeigte Nähe, Wärme, Zärtlichkeit, das hielt immer nicht lange an. Ja, so ist das in Non-Off-Beziehungen, ne? Also nochmal, wenn ihr einen Thrill braucht, eine Achterbahnfahrt, wenn ihr so richtig Bock habt, so richtig, ja, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und Liebe und keine Liebe und Liebe und Verzweiflung und Haare raufen und nicht schlafen und wieder Liebe, ja, dann ist eine On-Off-Beziehung super. Also ganz ehrlich, wenn man es sucht, Besseres gibt es nicht. Ne? Wenn man aber eine stabile, längerfristige Beziehung sucht, muss man vielleicht akzeptieren, das ist nicht ideal, ne? Das ist, als wenn du einen Arbeitgeber hättest, der dich, dann kündigt er dich, dann stellt er dich wieder ein, dann kündigt er dich, dann stellt er dich wieder ein, dann kündigt er dich, stellt er dich wieder ein, würdest du auch sagen, ey, boah, alter Falter, ne? Die gemeinsamen Urlaube im Warmen waren leider stets sehr kalt. Ja, geiler Satz, finde ich cool. Ja, wenn on sowas wie on-off da ist, oder kalte Phasen, warme Phasen, empfehle ich, aber das klingt jetzt wieder, ihr könnt euch dran halten an die Ratschläge oder nicht, also empfehle ich, jemand nach den kalten Phasen zu beurteilen und nicht nach den warmen. Weil die kalten tendieren dazu zuzunehmen und die warmen weniger zu werden und da würde ich jetzt nicht denken, sozusagen ich muss jetzt diese Person nur noch genug lieben, dann werden die warmen Phasen mehr, sondern ich würde eher denken, ja, Grundzustand ist wahrscheinlich die Kälte und ab und zu, wenn sie Verlustangst hat, dann hat sie mal ein bisschen Wärme und so, ne? Sie ließ keine körperliche Nähe zu und zeigte mir keinerlei Zuneigung. Ja, was soll man sagen, ich hätte da keinen Bock mehr drauf, aber also meiner Ansicht nach machst du eine Sache, ich will es gar nicht Fehler sagen, weil solange man es nicht weiß, weiß man es nicht, aber du gehst viel zu spät, ne? Also wenn eine Frau schon an dem Zustand ist, dann ist sie einfach nicht mehr in ihrer Polarität, sie steht nicht mehr so richtig auf dich und dann ist die Trennung eigentlich eine Frage der Zeit und dann würde lieber ich gehen, als dass ich gegangen werde, einfach um mich zu schützen. So. Also meiner Ansicht nach bleibst du zu lange drin, aber
kannst du ja erst bei der nächsten Beziehung umsetzen, logischerweise. Fühlte mich weder begehrt noch geliebt, schlug mir auf den Magen, ich zweifelte an mir, an der Beziehung und dachte täglich über Trennung nach. Ja, zu Recht. Ja. Als ich nach dem Urlaub über meinen Schatten sprang und jene Dinge aus dem Urlaub ansprach, kam es wieder zu meinem neuen Trennungsgespräch. Ja, das ist jetzt das nächste Problem. Natürlich ist es völlig in Ordnung, Sachen anzusprechen. Da sieht man jetzt schon das nächste Defizit eurer Beziehung, dass ihr keine Gesprächsbasis habt. Und es kann sein, dass du theoretisch einen hättest haben wollen, aber dass sie es nicht wollte. Da kannst du nichts machen. Ne? Und ja, sie ist halt, wie sie ist. Ne? Daraufhin folgte 3 Tage später ein mehrseitiger Brief, in dem sie ihre Liebe gestand, was die Familie möchte. Ja, also ich glaube nicht, dass sie das bewusst macht, aber mit einer Frau, die so hot and cold ist, die, ja, die muss vielleicht erstmal ein bisschen auf sich klarkommen, sag ich mal. Ne? Und du willst einfach nicht wahrhaben, dass dieses Muster da ist und kriegst es jetzt immer wieder. Ne? Sie ist halt zu viel Emotionen drin und ich ging zu ihr zurück, weil ich sie liebte. Darauf folgte wieder Distanz. Ja, jetzt ist halt immer das Gleiche. Ne? Immer das Gleiche. Und man denkt immer so, die eigene Geschichte wäre so besonders, aber die sind alle so, die Geschichten. Ne? Besonders auffällig waren dabei Urlauben und Kurztrips, die von Distanz geprägt waren. Es hatte freundschaftlich aber keinen Paarcharakter. Es ist doch nicht mal toxischen Sex hier. So, ich sprach meine Zweifel an, dass ich nicht glücklich sei und eine Distanz spüre und sie und ob sie noch glücklich sei. Ja, sie ist wahrscheinlich auch nicht mehr glücklich. Welche Überraschung, da kam ein trauriges, ich weiß es nicht und die Beziehung war wieder beendet. So, und dann haben wir es jetzt wieder und hat sie wieder geschrieben, dass sie dich liebt. Und dann wieder und dann habt ihr nochmal irgendeinen Standort gewechselt. Und dann ging es wieder los. So. Ich empfand mich in meiner Rolle als Mann, Liebhaber und als Person nicht genug, zu alt, körperlich nicht anziehend, generell einfach nicht geliebt. Ja, also bis Ende 30. Es gibt keinen Grund, also wirklich, selbst ich denke das nicht mit Anfang 50. Also das ist eine Einstellung. Also wenn du das von dir denkst, dann ziehst du das aus dem Leben raus. Aber wenn du denkst, hey, ich bin ein total cooler Typ und scheinbar merkt sie das nicht, dann ziehst du das in dein Leben so. Ne? Also, also insbesondere für einen Mann ist Selbstbewusstsein alles. Und ja, ich weiß, in diese Beziehung geht man mit weniger Selbstbewusstsein raus, als man reingegangen ist, aber ist trotzdem ist das absolut auf der Agenda für dich, wo du daran arbeiten musst. Ne? Echt, für einen Mann ist Selbstbewusstsein und die daraus entstehende Ausstrahlung ist echt alles, wirklich. So, dann, ich habe nicht geklammert, sondern ging einfach auf freundschaftliche Distanz. Ja, man kann es nicht richtig machen hier, ne? Ich grübelte auf der Fahrt, ja, du kommst jetzt immer tiefer in die Liebessucht, wie ich das nenne. Und war unglücklich. Ich begann am Wochenende meinen Frust auch mal ein bisschen zu ertränken. Hm. Ja, alles Zeichen. Also auch das machen ganz viele in diesen Beziehungen. Meine Freundin, also mein Umfeld, alle in meinem Umfeld rieten zur endgültigen Trennung. Auch das ist ein häufiges Zeichen, was man also einfach nicht wahrhaben will, ne? Weil man so ein Junkie ist. Ne? Ich war mir nie sicher, wie es weitergeht und wann das nächste Finalgespräch anstellen könnte. Das erfolgte naturgemäß, doch diesmal erfolgte kein Rettungsversuch mehr ihrerseits. Ja, wenn sie nach den ersten Trennungen jemanden gleich gefunden oder gehabt hätte, weiß ich nicht, ob es jetzt diese mehreren Runden gegeben hätten, aber egal. Du hättest ja auch jemanden suchen können, aber wie auch immer. Sie traf nach etwa einer Woche bereits einen neuen Mann in ihrem Alter, also du mit deinem Alter, das ist wirklich totaler Quatsch. Also wenn jemand, es ist sowieso Quatsch, es ist eigentlich für jeden Quatsch, aber wenn jetzt hier ein Mann in 30 Jahren kommt und sagt irgendwas wegen Alter und jetzt hat seine, du bist Ende 30, hat deine Freundin jemand, der Anfang 30 ist, ja so what? Was ist mit deinem Selbstbewusstsein da? Also echt. Geilste Lebenserzählung kommt sowieso noch. so, ein Mann, den sie aus ihrer Vergangenheit kannte. Ey, oh, lame.
Aber auch hier siehst du, dass deine, also wie gesagt, die Männer, die mir schreiben, die haben glaube ich alle die gleiche Frage gehabt. Da haben wir auch hier dieses, nicht nur das Muster von heiß und kalt, sondern auch von ja, Phasen von Bindungsvermeidung und gleichzeitig aber auch eine große Neediness, was Beziehungen angeht, die natürlich bei dir irgendwo auch da ist, aber was auch selber, nur in so einem anderen Modus. Und sie kann halt auch nicht alleine sein, ne? Ja. Und glaub mal nicht, also ich würde jetzt nicht unbedingt denken, dass die Beziehung besser läuft. Vor allen Dingen nicht, wenn es jemand aus der Vergangenheit ist. Also die wird schon irgendwann wieder bei dir auf der Matte stehen, nehme ich mal an. Aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Muss auch nicht. Will jetzt auch nichts da. Also selbst wenn sie auf der Matte steht, wird sich an dieser Dynamik nichts ändern, auch bei euch nicht. So. Es ist so demütigend. Ja, das ist aber wie du es... also ist ja für jeden doof, ne? Aber ich finde die Mails auch ganz gut, weil die zeigt, das ist ein typisches Symptom von liebessüchtigen Beziehungen, wenn man dann getrennt wurde, dass man dann völlig denkt, es ist jetzt ein Crash für mein Ego, es geht gar nicht weiter und wenn die mit jemand anders steht, das halte ich nicht aus. Das sind so typisch liebessüchtige Gefühle. Und die zeigen nicht, wie sehr ihr euch geliebt habt, sondern die zeigen, wie sehr ihr miteinander verstrickt gewesen seid. Und ich würde diese Frau mal aus der Gleichung rausnehmen und würde mal überlegen, wenn ich diese Frau mal aus der Gleichung rausnehme, was sagt diese ganze Geschichte über mich aus? Ne? Also welche Kindheitswunden werden nach oben gespült in dieser Beziehung. Also wenn du die wirklich mal rausnimmst, ne, wo habe ich mich wie jetzt schon mal gefühlt in meinem Leben? Hat sich mein inneres Kind schon mal so gefühlt? Das sind nicht alles so lame Fragen, das sind für dich total wichtige Fragen, weil das ist einfach, das Leben zeigt dir einfach irgendwas. Ne? Und wenn du das richtig nutzt, kann das für dich ein totaler Booster sein, dass du sagst, ey, so lass ich mich nicht mehr behandeln, dass du dein Selbstbewusstsein pusht, dass du sagst, ich habe was Besseres, also Anführungsstrichen. Jeder Mensch natürlich gleich gut, aber ich habe was für mich Besseres verdient. Ich habe also auch so ein Heiß-Kalt habe ich keinen Bock mehr. Und da werden die alle deine Freunde dich beglückwünschen, wenn du was sagst. Ne? Das ist, und das kannst du jetzt draus machen. Du kannst da wirklich aus Scheiße Gold machen. Oder du kannst jetzt ja, weiter so Haare raufen und dich so schlecht fühlen und ungenügend, was aber. Nur deine Gedankenmuster sind, die du nicht haben musst. Du musst diese Gedanken nicht denken. Ne? Und suhl dich jetzt nicht in diesem ganzen Mist. Also es gibt Modul 0 mit diversen Techniken, wie du dich da anfangen kannst rauszuziehen. Du kannst dir Hilfe suchen vor Ort. Oder du kannst dieser Frau weiter hinterherlaufen, die offensichtlich sich weniger Gedanken über dich macht, deutlich weniger als du über sie. Aber das ist eben die Dynamik in diesen Beziehungen. Ne? Vielleicht warst du im anderen Leben mal in ihrer Rolle und sie in deiner. Ich weiß es nicht. Und ihr habt euch jetzt, das hat sich irgendwie jetzt ausgeglichen oder keine Ahnung, ist auch wurscht, was auch immer du denkst. Nutze es einfach als Booster, ne? Als Raketenstartstufe für dein Leben. So, ne? Da sie nach 3 Jahren so leicht ersetzt wurde, naja, das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Also ich meine, ihr habt das 3-mal probiert, sie hatte ich nicht leicht ersetzt. Das ist nicht so. Und ja, jetzt, man denkt dann immer, ja, kann sie wenigstens 3 Monate Anstandspause machen, bis ich mich neu verliebt habe, so ungefähr. Nee, aber es ist ihr gutes Recht. Sie darf am nächsten Tag jemand anders haben, ja. Dafür trennt man sich, dass man das darf. Also es ist vielleicht nicht schön für dich, aber es darf sie. Verletzt mich ungemein und entwertet mich. Nein, nur du kannst dich entwerten, jemand anders kann das nicht. Also nochmal, ihr habt es 3 Jahre lang oder 4 Jahre lang probiert. Da gibt es überhaupt keinen Grund, sich entwertet zu fühlen. Und unsere gemeinsame, wenn auch mitunter schmerzhafte Zeit noch einmal deutlich. Du weißt gar nicht, also jetzt im Moment vielleicht nicht, aber wie viel sie noch über dich nachdenken wird, das weißt du doch alles gar nicht. Also ich oder mein verletztes Ego, der ist es nur verletztes Ego, aber schon schlimm genug, komme nicht von ihr los. Ja, das kannst du dir jetzt immer einreden, dass du nicht von ihr loskommst. Aber was ändert das denn? Liebt sie dich deswegen mehr? Weil du sagst, du kommst nicht los von ihr. Willst du jetzt vor ihr vor der Tür sitzen oder willst du sie stalken oder was willst du denn machen? Du kannst nichts machen.
Also du musst die Challenge annehmen und dann gesagt, nimm die Frau aus der Gleichung raus und stell einfach fest, oh, ich habe ein beziehungsabhängiges Muster hier entwickelt, was kann ich daraus lernen? Und wie gesagt, die Tools sind ja da hier bei mir. Und irgendwann musst du vielleicht die Frau auch mal von dem Podest hochholen. Ich meine, was hat sie dir denn gegeben? Also sie hat dir Hot and Cold gegeben, ihr hattet keinen Sex mehr, sie war auch keine gute Freundin, wenn ich das so richtig sehe. Und irgendwie eine stabile Kommunikationspartnerin war sie auch nicht für dich. Wieso meinst du, sie muss unbedingt mit ihr zusammen sein? Es gibt, weiß nicht, 4 Milliarden Frauen. Meinst du nicht, da gibt es noch jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr bieten kann? Und meinst du nicht, das wäre gut für dich? Oder das ist auch verdient? Obwohl die Beziehung anstrengend, verletzend, teilweise demütigend, vor allem weder angstfrei noch lustvoll war. Ja. Wer will in so einer Beziehung sein? Aber das ist ja gerade das Komische, das musst du verstehen, in diesen liebessüchtigen Beziehungen, also dass kein Mensch versteht, was man da macht, und man versteht es eigentlich selber auch nicht, weil diese Dynamik kann man nur verstehen über Hot and Cold, intermittierende Verstärkung, Trauma-Bonding, innere Kind-Themen, die angetriggert werden. Man kann die nicht anders verstehen, weil eigentlich gibt es, das ist eine klassische Krümelbeziehung, es gibt nichts. Das ist, als wenn du Krümel anbeten würdest, anstatt Kuchen zu essen. Das macht von außen überhaupt keinen Sinn. Also man kann es, wie gesagt, nur verstehen, dass das ja in meinen Modulen drin anhand dieser Dynamik, diesen Beziehungen entsteht. Und ja, also ich will es überhaupt nicht kleinreden. Wie gesagt, ich kenne das durchaus. Das ist total ätzend. Aber das bringt jetzt nichts. Wenn du dich, meinetwegen kannst du auch eine Zeit lang bemitleiden, aber dann reiß dich zusammen und arbeite an dir und such dir Hilfe und dann geht's los. Doch jetzt, wo ich weiß, dass sie mit einem anderen intim werden und eine schöne Zeit haben kann, ja, kannst du übrigens auch, aber offensichtlich nicht mit mir, zerreißt es mich. Ja, das ist ein typisch liebessüchtiges Symptom. Das heißt nicht, dass eure Beziehung so toll war. Freunde gratulierten mir bereits, dass ich froh sein sollte, dass es endlich vorbei ist. Es ist gut, dass du das schreibst, weil du weißt, es ist recht, dass sie recht haben. Doch statt Erleichterung, dass diese anstrengende Zeit vorbei ist, verspüre ich Sehnsucht und wäre sogar bereit, die vergangene Beziehung ohne Zärtlichkeit, Nähe, Sex, inklusive regelmäßiger Zurückweisung in Kauf zu nehmen. Come on. Das meinst du nicht ernst, ey. Aber ich finde dich sehr ehrlich, das finde ich gut, weil es denken, glaube ich, viele. Aber ich hoffe, wenn du es geschrieben hast, hast du gemerkt, dass es eigentlich Quatsch ist. Mein Selbstwert hat in dieser Beziehung erheblichen Schaden genommen. Ja, und er würde weiteren Schaden nehmen und er wird immer mehr Schaden nehmen und sie wird immer mehr in Respekt vor dir verlieren. Und es wird immer schlimmer werden. Und aber jetzt mit Respekt vor dir verlieren meine ich nicht, dass sie schuld ist, dass du schuld bist. Ihr habt euch in eine ganz ätzende Dynamik reinbegeben, die du jetzt aufarbeiten darfst. Aber ich finde schon, dass du eine Frau verdient hast, die nicht auf deinem Selbstwert rumtrampelt. Natürlich machst du letztlich deinen Selbstwert, aber ja, natürlich gibt es dann Beziehungen, wo einfach so viel Scheiße passiert, natürlich, dass es wahrscheinlich bei jedem irgendwo dann Narben gibt. Und warum soll es in so einer Beziehung sein? Ich wollte immer gefallen, ja, da hast du doch schon die ganzen, du musst nur deine ganze Mail hier mal auseinandernehmen, da hast du so viele Ansatzpunkte, wo du dran arbeitest. Warum willst du als Mann gefallen? Macht eigentlich für Frauen auch keinen Sinn, aber für Männer ist es noch schlimmer, weil es sie aus der Polarität raustreibt irgendwie. Du musst nicht gefallen, ey, du stehst für dich. Du bist der König in deinem Feld. Muss niemandem gefallen. Wollte, dass es funktioniert und bin auf sie und ihre Interessen eingegangen. Ja, damit bist du aus der Polarität rausgefallen. Jetzt ist es definitiv aus, es gibt kein Zurück und ich leide ziemlich, vermisse das für ihre Familie. Ja, mach dich nicht so abhängig von anderen Menschen, von gar nicht von den Menschen deiner Freundin. Und natürlich auch meine letztlich utopischen Zukunftspläne mit ihr. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Mail, weil die eigentliche Sucht ist nicht zu diesen Menschen, sondern zu diesen diesen fantastischen Zukunftsplänen, die natürlich nie eingetroffen werden, die dann immer das Kind hat. Ja, sogar ihre regelmäßige Kritik an mir. Bevor ich wusste, dass sie keinen anderen hat,
komme ich mit der Trennung einigermaßen klar. Ja, weil du deine Fantasie nicht aufgeben musstest. Jetzt, wo sie mit einem anderen Sex haben kann und glücklich wirkt, was ist das für ein Glück? Also, aber nicht mit mir, geht es mir nicht so gut. Die Vorstellung, sie in naher Zukunft mit Ring am Finger zu begegnen, ist gar nicht schön. Ja, aber warum stellst du sowas vor? Wie wahrscheinlich ist das denn? Und ja, also du bist der Meister über deine Gedanken. Du musst sowas nicht denken. Du kannst ja auch denken, wie jemand, wie du bei lebendigem Leibe deine Organe entnommen werden oder du, das kannst du dir auch vorstellen, da geht es dir auch nicht gut. Aber du musst dir sowas nicht vorstellen. Das hört sich jetzt so simpel an, aber du kannst dir überlegen, welche Gedanken du denkst. Ne? Gut, schon lang genug. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.